hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, iCrimex OG. Hey yo Leute, Crimex hier, was Glory Paul Berger. Herzlich willkommen zurück zu Trailmakers mit den Boys. Heute mit dabei Stani, Lofty und Esju. Was geht? Yeah. Und heute werden wir eine 10 Millionen Dollar Luxusjacht bauen. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin bereit. Das ist die Challenge. Wer baut heute die beste Luxusjacht? Ich würde sagen, wir spielen wieder mit dem Einsatz um 500 Euro für den Gewinner. Also die drei Verlierer müssen dem Gewinner wieder 500 Euro zahlen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir haben eine halbe Stunde Zeit und let's go. Leute, woo! Es kommt im Endeffekt auf das Aussehen und auf die Performance an, nicht auf Schnelligkeit. Also nur kann die Yacht fahren und wie sieht sie aus? Das sind die einzigen Regeln, die beachtet werden müssen und dann möge der bessere Lego-Bauer gewinnen. Okay, Leute, wir machen heute sogar wieder nur 20 Minuten Edition, also wir haben ein bisschen kürzer jetzt. Oh mein Gott, Alter, wie soll ich jetzt in der Zeit in 20 Minuten eine krasse Yacht hinbauen? Alter, aber ich finde das irgendwie auch nice, so ein bisschen so unter Druck, da arbeitet man irgendwie besser. Ihr wisst doch, wie das läuft, Leute. Das ist wie in der Schule. Das ist wie in der Schule. Wenn man keinen Druck hat, dann irgendwie macht man nichts so. Okay, also, ich habe mir überlegt, ich werde hier erstmal so ein bisschen so den Rumpf machen. Das muss halt irgendwie schon nach einer Yacht so mäßig aussehen, wenn ihr versteht, wie ich meine. So, wir fangen natürlich wie immer erstmal mit dem Fundament an, mit der Karosserie, sage ich jetzt mal hier. Ey, das Ding, ich weiß auch gar nicht, ob das dann fahren kann oder ob das untergeht und so. Das ist echt... So, 20-Minuten-Challenge ist schon eine harte Nummer. Sage ich euch, wie es ist. Ich will auch so ein paar Spezialfunktionen einbauen. So vielleicht so ein Helikopterlandeplatz oder so auf der Luxusjacht. Das wäre doch krank, oder? Das wäre doch eine geile Sache. Okay, lass mich mal überlegen. Wie können wir das jetzt am besten machen, dass das irgendwie cool aussieht? Aber am besten machen wir das jetzt hier so. Ey, das ist in einer halben Stunde schon immer übelst schwierig gewesen. Aber jetzt, Alter, mit nur 20 Minuten so eine Yacht. Ich weiß halt nicht mal, ob das Ding dann auch fahren kann. Ich muss jetzt einfach drauf losbauen, Leute. Schreibt mir natürlich wie immer auch gerne weitere Ideen in die Kommentare, Leute. Ich bin da immer sehr gespannt. Ihr habt immer richtig coole Ideen. Ihr habt mir zum Beispiel auch neulich so Raumschiffe und so reingeschrieben. Sagt mir mal gerne Bescheid. Auch das habe ich wieder aus den Kommentaren gelesen, dass ihr eine Luxusjacht sehen wollt, Leute. Und ihr wisst doch, Leute, ich mache immer das, was ihr sehen wollt. So läuft das doch hier. So, Leute, ich will mal, kann sagen, was man will, aber das sieht hier schon irgendwie nach so einem Boot aus, oder? Hier so vorne. Da, oh, sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir halt nur noch dafür sorgen, dass das Ding irgendwie nicht runtergeht, ne? Das ist halt nochmal das andere Thema bei so einem Boot. Ich würde auch sagen, Leute, das soll natürlich auch so jachtmäßig aussehen, deswegen werden wir das auch alles weiß färben. Oh mein Gott. Ich habe ja diesen Neon-Effekt drauf. Das leuchtet ja geisteskrank. Oh no. Wenn man hier mal normal weiß, so. Oh mein Gott. Das sieht nice aus. Das sieht richtig nice aus. Das werden wir natürlich später auch noch weiß färben. Das könnte man hier sogar irgendwie so braun färben, so mäßig, dass hier oben das Deck ist. Aber das, zu den Farben kommen wir später, würde ich sagen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das Ding auch nicht untergeht. Dafür brauchen wir hier diese, genau, diese Schwimmkörper müssen wir da einbauen. Die außen haben wir auch noch ein paar Schwimmkörper ran. Das wird, denke ich mal, sogar eh dann unter Wasser sein, dass das nicht so... schlimm ist. Oder vielleicht könnten sogar so kleine ausreichen, weil innen drin sind große. Das wäre natürlich geil, dass man das gar nicht so richtig sieht hier. Wir versuchen es einfach mal. Ich werde hier außen noch überall diese kleinen dranhauen, damit das Ding nicht untergeht. So, und eigentlich muss ich jetzt als allererstes mal checken, ob das Ding untergeht. Mal jetzt einfach mal diesen Sitz hier drauf. Keine Ahnung, ob wir es auch dabei belassen. Okay, okay, wir spawnen das Ding einmal ins Wasser rein. Erster Test. Okay, kein Plan, wo das Ding gerade hingeflippt ist. Oh mein Gott! Es geht schon mal nicht unter. Es geht schon mal nicht unter, das ist ein sehr, sehr... Aber wir kippen. Das ist kein gutes Zeichen. Ey, wie kriege ich das denn jetzt auf schnell so, auf schnelle Welle hin, dass das Ding nicht umkippt, ey? Oh Mann. Warte mal, lass mich mal überlegen, Leute. Vielleicht noch so einen kleinen Anbau dran machen, das haben manchmal auch so Yachten. Das muss natürlich auch nach einer richtig fetten Luxusjacht aussehen, ihr wisst doch, Leute. Genau, und dann hier unten irgendwie so Schwimmkörper dran. Dann könnte das schon funktionieren. Okay, Leute. Nächster Test. Wir müssen jetzt unbedingt schauen, dass dieses Ding schwimmt. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Und da muss natürlich auch irgendwie noch besondere Features haben, damit wir das beste Boot haben. Ja, und aktuell kippen wir um. Oder ja, wir müssen irgendwie hinten mehr Gewichtsverlagerung machen. Dann bauen wir hinten mehr Motoren ran, dann könnte das sogar irgendwie cool aussehen. Dann könnte das sogar nice passen, Leute. Boah, Leute, ich bin gerade so im Film, ey. Zack. Wir machen jetzt hier hinten mal so mehr Dinger dran. Also wir werden den Motor, den Antrieb mehr auf hinten verlagern. Und dann könnte das sogar von der Gewichtsverteilung her irgendwie besser passen, damit das nicht so... Ja doch, es kippt immer noch nach vorne über. Mann, ey, was ist das? Oder wir bauen den Sitz mal weiter nach hinten. Wir müssen das komplette Gewicht irgendwie nach hinten hängen. Ja, okay, erste Test. Es funktioniert langsam, aber die Gewichtsverteilung ist immer noch absolut Schmutz, Leute. Muss ich leider einfach so sagen. Wir müssen das anders machen. Ich muss vielleicht einfach hier weniger Schwimmkörper dranhauen. Hier auch noch nur kleine dran machen. Dann könnte das vielleicht sogar klappen. Ey, Leute, es muss jetzt wirklich langsam von der Funktion her. Es muss jetzt echt langsam klappen, sonst ist es gar nicht gut. Digga, was ist das für eine Scheiße, Mann? Man kippt hier auch fast um und so. Was ist das? Machen wir noch ein bisschen Gewichtsverteilung hier weiter vorne. Langsam klappt's besser. Ey, Leute, es läuft langsam. Es läuft. Ich finde, damit kann man so langsam arbeiten. Ich weiß zwar nicht, warum das hier andauernd irgendwo...
Warum haut das denn hier dran? Ach, weil das hier so zwei nebeneinander sind. Okay, okay, das müssen wir changen. Das müssen wir wechseln, aber so langsam geht's, so langsam geht's. Okay, wir können zur Optik kommen. Es muss natürlich auch aussehen wie eine Luxusjacht, ihr wisst doch. Ey, ich will auf jeden Fall jetzt heute wieder die 500 Euro gewinnen. Komm, schnell, 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 schnell. So, weiter geht's, Leute. Wir sind doch hier der Boss-Mechaniker. Ich lasse mich doch hier nicht von den anderen abziehen. Oh mein Gott, Leute, jetzt schnell hier hinten noch zumachen. Das habe ich nämlich auch total vergessen. Ich will hier mal die falschen Steine aus. Die Zeit läuft. Jetzt würde ich sagen, machen wir auch fresh-mäßig, damit das natürlich nach so einer freshen Luxusjacht aussieht. Einmal alles weiß färben. Wichtig. Wichtig, Digga. Okay, jetzt sollten wir uns noch was Cooles überlegen. Jetzt müssen wir ja so ein bisschen langsam mal mit diesen Bodykits anfangen. Ihr wisst doch hier, so ein bisschen Optik. Optik ist heute, bei der Challenge ist heute eh Optik das Wichtigste. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber es sieht langsam, ich sag euch, wie es ist so. Ich finde das schon mal mashallah hier. Guck mal, genau hier machen wir so orange, als wäre das so Holz hier. So ein Holzdeck. Oh mein Gott, Leute, das wird nice. So, okay, okay. Hier oben ist so mäßig so ein Holzdeck. Ja, ihr versteht, Leute. Hier oben will ich so eine kleine Leiste machen, die ich dann schwarz färbe. Das wird eine Million Dollar, ja. Hier. Wichtig, Leute. Auch wieder ganz schnell schwarz färben hier. Was sagt die Zeit? Oh mein Gott, nur noch 5 Minuten. Oh mein Gott, wir haben nur 5 Minuten Zeit. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so geisteskrank beeilt wie bei dieser Challenge. All White Superjacht. Eine Million-Dollar-Yacht. So, und dann, wir müssen uns jetzt noch was Cooles hier für oben. Irgendwie muss das noch so überdacht sein oder sowas. Jetzt muss es hier aber ganz schnell gehen, Leute. Weil ich will nicht gegen die Bummis verlieren. Oh yeah. Also wenn ich gegen die anderen verliere, Leute, dann ist wirklich, dann wird es hier wirklich peinlich. Was sagt Zeit? 3 Minuten. 3 Minuten, Leute. Speedboat Challenge. Oh, aber seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Ich finde das, wie wenig Zeit wir hier haben, machen wir krass. Dafür, dass wir so wenig Zeit haben, wir machen das krass. Ich hätte noch gern so ein kleines Chatsea gebaut, was man so abkapseln kann, aber das kriege ich jetzt von der Zeit her nicht mehr hin. So, da müssen wir hier noch so schnell so eine Stange dazwischen hauen. Oh mein Gott, das passt halt wirklich genau. Oh mein Gott, und ich habe nicht mal abgemessen. So, und das hauen wir dann nochmal hier vorne rein. Boah! Jetzt letzter Check, letzter Check, letzter Check. Eine Minute haben wir nur noch. Nein, 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 mach jetzt keine Faxen. Ey, wenn das Boot jetzt nicht fährt, dann sind wir wirklich am Arsch. Ich habe alles Liebe, Herzblut in dieses Boot reingesteckt. Wenn es jetzt nicht geht, dann war's das, Digga. Es schwimmt, es schwimmt. Obwohl wir hinten ein bisschen absinken. Ah, wir sind zu schwer, wir sind ein bisschen zu schwer hinten. Vielleicht muss ich jetzt doch die großen Schwimmkörper noch hinten reinhauen und wir kippen. Was ist das, Leute? Was ist das? Wir haben keine Zeit zum Umkippen. Es macht halt keinen Sinn, warum es sich zur Seite lehnt. Das ist doch auf beiden Seiten gleich schwer. Ah, ja, es fährt halbwegs. Oh, Leute, die Zeit ist abgelaufen. Ich muss mich entmuten. Nein, ey. Okay, Leute, die Zeit ist vorbei. Seid ihr bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Ich bin auch eigentlich gar nicht bereit, aber wir haben 20 Minuten gesagt. Egal, es wird lustig, Leute. Ich glaube, es wird auch. Okay, okay, wir müssen, die Zeit ist abgelaufen. Wir müssen uns jetzt treffen. Ob ihr wollt oder nicht. Ich habe eine richtig krasse Yacht gebaut. Oh mein Gott. Also optisch bin ich auch sehr zufrieden, aber Performance habe ich leider nicht genug Zeit gehabt. Egal, jetzt darf nichts mehr gemacht werden, Leute. Wir treffen uns jetzt. Ich hätte das noch so krank machen können. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ihr werdet bei mir so Auge machen. Ihr werdet denken bestimmt, gefällt. Also, das Ding ist bei mir, das Ding ist, die sieht anders luxuriös aus. Also ihr werdet wirklich denken, das ist meine Yacht aus GTA 5. Aber performancemäßig läuft nicht so, sage ich jetzt schon mal. Aber egal. Ey, Lofties darf nicht mehr gebaut werden. Ich speichere gerade ab. Ja, er steht die ganze Zeit noch da hinten. Lofty kriegt Disqualifikationspunkte. Komm jetzt schnell, aber ganz schnell jetzt hier, Lofty. Aber ganz schnell. Also das ist nicht scheiße. Als ob ihr so was übertrieben Heftiges in 20 Minuten gebaut habt, Jungs. Ja, hab ich. Ja, wahrscheinlich habt ihr eine Mini-Version gemacht, ne? So richtig klein. Ja, es ist schon kleiner, ja. Aber man kann ja nicht groß machen. Langweilig, Jungs. Schade. Ich würde sagen, weil Lofty ein paar Minuten mehr Zeit hatte, muss er jetzt anfangen. Er zeigt jetzt mal zuerst. Ja, würde ich auch sagen. Er zeigt jetzt mal. Ihr wollt gleich den Gewinner sehen? Seid ihr sicher? Ja, ja, zeig mal, ja, zeig mal. Ja. Okay, kein Problem. Zeig mal deine Seid Mega, ihr bereit für die ultimative Disco-Yacht? Oha, hört sich schon mal gut an. Disco-Yacht? Disco-Yacht, ja. Boah, die ist ja krass. Disco-Yacht? Oh mein Gott, hat das nicht gespeichert? Ey, ich hatte Leuchtkugeln, alles dran. Nein, warte. Jetzt fängt er ja, kennt ja, man. Ey, hallo, warte kurz. Die Sprüche kennen wir doch alle, Digga. Warte. Ja, okay, das kann nicht sein. Die Sprüche kennen wir doch alle. Halb fertig, ja. Hier, siehst du? Guck. Da. Ja. Das sind deine Disco-Kugeln. Das sind meine Disco-Kugeln. Die leuchten. Ohne die Kugeln würde ich das cooler finden. Nein, also ich sag dir ehrlich, weißt du was, wir machen diesmal nicht zuerst Optik, dann Performance, wir machen jetzt direkt noch Performance. Lofty, zeig mal, ob das Ding auch fährt. Zeig uns also mal. Ich sag dir ganz ehrlich, für mich sieht das aus wie ein Boot. Das ist für mich auch keine Luxusjacht. Das ist für mich kein, nee, also für mich ist das auch keine Luxusjacht. Wisst ihr, wie teuer eine Fahrt hier mit ist? Das ist die Luxusjacht der Luxusjacht. Ja, dann fahr doch mal eine Runde, damit also zeig mal, ob das Ding überhaupt fährt. Also für mich sieht es aus wie ein Floß. Kann ich mitfahren? Natürlich. Darf ich auf? Steig drauf. Habe ich extra für euch gebaut. Ja, haltet euch fest, let's go! Ja, also es geht und zumindest die Party. Die Partykanone ist auf dem Start. Oh yeah. Ja, gut. Partykanone.
Also es geht zumindest schon mal nicht unter, das muss man sagen. Ja, ist okay. Aber wie gesagt, ist ein bisschen, also wir kommen am Ende zur Bewertung, aber ich sag schon mal, ist ein bisschen am Thema vorbei für mich so. Also ist ja, für mich nicht für so mich eine, auch, für mich ist keine auch. Luxus. Für mich ist das ein Floß. Ja. Dann würde ich einfach mal behaupten, Dani, zeig du mal als nächstes. Oh mein Gott, ihr werdet umkippen, weil das so krank ist, Leute. Haltet euch fest und hier ist es. Was? Das ist aber auch keine Luxusjacht, Bro. Doch. Helikopterflügel ran. Ja, was ist denn das für ein Ding? Das sind Sprungblätter, dass man ins Wasser springen kann. Woo! Okay, das ist kreativ. Dann würde ich sagen, fahr das Ding auch mal ins Wasser rein. Ich will das mal in Action sehen. Aber es sieht für mich auch nicht luxuriös aus. Also es tut mir leid. Unter Luxusjacht stelle ich mir auch was anderes vor. Und jetzt hängt es auch noch auf dem Kopf. Halt, aber es ist nicht schusssicher. Guck mal. Doch, guck mal, wie er schießt einfach durch. So, bitte einsteigen. Bitte einsteigen. Ich komme ja schon. Dabei. Muss man sich draufstellen oben, oder? Ey, das sieht nicht schlecht aus. Nee, ihr könnt unten rein. Wie kann man hier einsteigen? Hier, auf die Seiten. Ja, auf die Seiten. Ach so. Die Seiten sind ja nicht einfach so da. Okay, jetzt ich stehe vorne drauf, alles gut. Okay. Oh. Und jetzt geht's los. Hier, die Bummikiste fällt ja schon davor auseinander. Nein. Hier, jetzt geht's los. Deine schöne Tour machen hier, schöne Kahntour. Ja, also performance-mäßig läuft das, aber das sieht für mich eher aus wie eine Fähre, Digga. Ah, was? Wie so eine Touristenfahrt. Das ist auch keine Yacht. Digga, das ist einfach so eine Touristenfahrt, Digga. Ey, ihr seid nur neidisch. Schade. Amazonas. So, schade, dass ihr neidisch seid. Ich finde die Idee mit dem Schwungbett geil. Keine das ist aber auch das Einzige, Digga. Aber ja, das ist wirklich das Einzige. Ja, da bin ich mal gespannt, was ihr für Mülljacht gebaut habt. Gut, wisst ihr was? Ich zeige jetzt mal meine als nächstes. Und dann kommt noch SU. Da seht ihr mal, was jetzt eine Luxusjacht ist. Oha! Wie gesagt, ich habe ein bisschen Performance-Probleme, deswegen das Ding hängt leider ein bisschen schief. Ich habe es nicht geschafft, das gerade hinzubekommen. Oh nein, es dreht sich sogar! Aber es kann sich auch drehen, das stimmt. Nein, das ist Vorführeffekt. Ich bin gerade eben auch damit rumgefahren. Warte mal. Lass mich das machen. Also ich finde optisch gesehen ganz nice. Digga, warum hänge ich denn jetzt hier drin, Alter? Warte mal. Wo bin ich denn? Mein Party-Laserboot auch in Ordnung. Okay, Leute, das ist meine Luxusjacht. Dann steig mal hier. Okay, ich will mitfahren. Ich steige ein. Bist du sicher? Nein, warum kipp ich denn? Oh nein, ich kipp um. Ja, ey, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, da kann ich mich auch. Also, nee, das ist Müll. Ey, Digga, was für Müll? Das sieht doch optisch ganz geisteskrank aus. Optisch gesehen für mich Müll. Optisch und fahrtechnisch. Nee, jetzt mal Real Talk, machen wir erstmal Optikbewertung. Wie findet ihr das? Also optisch finde ich gut. Also es sieht cool aus, aber nicht nach einer Yacht aus, finde ich. Hä? Willst du mich verarschen? Das sieht so nach einem Space Shuttle aus. Digga, hast du überhaupt schon mal eine teure Yacht gesehen, Alter? Ja, dann hier so dann der teuerste, meine sehen. Der teuerste Holzboden, so schön weiß, karibikmäßig und so. Also ich finde das gut, das Detail, ne, ist da auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hab leider Performance-Probleme, das habe ich von der Zeit her nicht. Ich warte mal, ich spawn's nochmal, lass mich nochmal testen. Gerade eben bin ich, wie gesagt, damit rumgefahren. Ich find's auch gut. Oh. Ja, das ist einfach ein Müllding. Einfach auf Müllhaufen werfen. Okay. Lass es, Max. Lass es. Müll damit. Geht mal weg von meiner Yacht. Die ist nicht für mehrere Leute. Ey, ihr dreht ja auch immer um. Das ist keine Yacht. Ihr sabotiert mich. Ey, so sieht sie besser aus. Ja. Ja, so sieht sie wirklich wie eine Yacht aus, ihr sabotiert Max. Mich. Guck mal, wie ich damit rumfahre. Dann sieht sie wie eine Yacht aus. Ich bin rich, Digga. Ich chill in der Karibik auf meiner Luxusjacht. Yeah. Ja, okay, übertreib bitte nicht, yeah, ich bin einfach, Leute, Dezember YouTube Namen. Von so einem Verhalten distanziere ich mich. Dann zeig mal deine jetzt. Ja. Okay, Leute, ihr wisst, ihr hattet alle wenig Zeit. Ja. Aber hier kommt mein Motorrad! Nee, Spaß, warte, wo ist das? Jetzt, er hat wieder einen Traktor gebaut, ich sehe es schon kommen. Bro, ich hab diesmal wirklich einen Traktor gebaut. Oha! Ey, das sieht gut aus. Oha! Spawn doch nicht auf der Klippe, du Idiot! Ey, Digga, er ist zu groß. Das Ding ist zu groß, Bro, das geht nicht. Nein, spawn doch mal. Ja, gut, hier. Erstmal einsteigen. Ja, aber wie ist hier die Hälfte unter Wasser? Bro, ja, die Hälfte hatten wir halt noch nicht fertig. Ich hab's nicht geschafft, alles fertig zu machen. Ich baue ja kein Mini-Luxusboot wie ihr. Aber ich finde, sie fett aus. Also, du hättest wahrscheinlich jetzt hier noch diese Karosserie da rumgebaut, ne? Kommt rein, meine Kinder. Aber du hast ähnlich gedacht, wie ich feiere ich, Digga. Finde ich, also, auch so mit Weiß, das sieht wirklich nach so einer fetten Yacht aus. Fährt doch nice, ne? Ja, fährt auch gut. Fährt auch gut, aber ist halt unfertig, ne? Boah, Jungs, ich sage euch irgendwie ganz ehrlich, ich finde, man kann keinen gewinnen lassen. Weil SU hat die besten Ansätze. Also, Leute, entscheidet ihr mal, SU hat die besten Ansätze, aber ist halt unfertig. Ich fand meins auch fresh, aber ist halt auch unfertig, so von der Performance her. Und wer das Disco-Laserboot gut läuft, die hat halt einfach ein Spongebob-Boot gebaut und Stani hat irgendwie so eine Helikopterfähre gebaut. Also, ich weiß auch nicht. Leute, entscheidet ihr einfach, wer hat eurer Meinung nach die beste Luxusjacht gebaut? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich spawn euch jetzt mal noch eine krasse Luxusjacht, damit ihr mal seht, wie sowas aussieht. Oha. Guck mal hier. Damit ihr meine.
Damit hier. Ey, was geht denn damit? Guck mal, die hat sogar ein Beiboot. Ey. Ja, ja, die hat eigentlich sogar so ein Beiboot noch. Oh, und die fährt sogar. So, Leute. Das ist eine Luxusjacht hier. Hahaha, ha, ha, die habe ich nämlich gebaut. Jetzt gib mir meine, jetzt gib mir meine 500 Euro, Leute. Nee. Naja, Leute, nein, ich habe die gerade gespawnt. Das hat jemand anderes gebaut. Aber die sieht richtig cool aus. Ich würde sagen, meine Freunde, das soll es von dem Video gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Boys aus. Bei denen nehmen wir auch noch Trailmakers auf. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Tschüss. Euer Crymax. Tschüss. Tschüss.